Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge an 1800 Endlosspielen fortgeschritten. Ich bin Isivana von den Schmufflers und schön, dass ihr da seid. Naja, Tipps für Einsteiger kann ich ja nicht mehr so sagen, irgendwie. Ja, es ist, ja, es gibt schon Tipps für Einsteiger, aber es ist halt, man muss halt gucken, ne? Ich bin jetzt dann eher auf so einem Niveau, wo ich keine Geldprobleme mehr habe und irgendwie. Naja, wenn ich das so lese, haben viele Menschen schon in der Anfangs, Situation, also in der Anfangsmap, in der alten Welt schon Geldprobleme. Also bei Arbeiter fängt es schon an, ja. Ja, genau. Und ja, wenn die Ingenieure dann kommen, dann wird es kompliziert mit dem Strom, das stimmt. Und ganz ehrlich, also ich spiele es ja nicht zum ersten Mal, ja. Ihr könnt gerne rumprobieren und ausprobieren und besser machen und nie aufgeben. Das ist die Hauptsache. Ja, ich habe aufgegeben. Ja, als ich Anno mir, ich habe mir das zum Vollpreis damals geholt und habe gedacht, ja, was für ein cooles Spiel. Kaum kam ich zu den Ingenieuren. Was? Elektrizität wollen die? Wie soll denn das gehen? Und ich war auf einer Anfangsinsel ohne Öl. Ja. Wie macht man denn das zum besten, ne? Wie macht man einen Öltanker? Weil der wird ja in der Schiffswerft gemacht. Und die Schiffswerft, die braucht halt einfach Strom. Ja, wie macht man das? Und Strom wird durch Öl gewonnen. Also, ja, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Da braucht man halt so Items, die Elektrizität geben. Ja, zum Beispiel für die Hafenmeisterei gibt's. Dann umgeht man das Problem, dass man auf der Insel kein Öl hat, ja. Und beim nächsten Mal wurde ich halt schlauer, ne, und habe mir einfach eine Insel gesucht mit Öl drauf. Ja, aber das war doch, glaube ich, bevor es Cap Trelawney überhaupt gab, ja. Könnt ihr mal gerne erzählen, was denn eure Hürden so hier in Anno 1800 wart am Anfang waren, genau. Naja, unsere Eisbrecherbrigade, die will einfach loslegen. Die ist motiviert, ausgestattet mit Pemmikan. Und ja. Brigade, Ladungen vorbereiten. Machen wir das mal. Super. Die Expedition muss wirklich unbeugsam gewesen sein, Nein, wenn sie halt. sich dort hinaufgewagt hat. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen. Wie weit wollten sie diese Boote wohl tragen? Oh, ist da passiert? Kommst du nicht durch? Okay, doch. Okay, was war das, ey? Brauchst doch nur geradeaus fahren hier. Pfeil drehen! Tja, krasser Scheiß. Oh, darf man das überhaupt sagen? Okay. Was muss geschehen, damit ein Kapitän sein Schiff zurücklässt, um das Eis zu Fuß zu überqueren? Ja, genau. Kein Schiff. Nicht einmal ein Der Druck im Eisbrecher Kessel. kann uns von hier wegbringen. Noch können wir weit genug laufen.
Du brauchst also ein verflixtes Luftschiff. Wie bitte? Meins aus Borgen? Schlag dir das gleich wieder aus dem Kopf. Wieso baust du nicht deine eigenen Luftschiffe? Allerdings musst du dafür einige nörgelnde Pseudo-Intellektuelle einstellen. Tja, Pseudo-Intellektuelle. Ich weiß nicht, wie viel das kosten wird, aber hier, ich hoffe, das ist ein guter Anfang. Ah, schaut euch das mal an hier in der Nacht. Ja, ich bin Zeppelin-Techniker. Aber im Ernst, ich bin noch viel mehr als das. Genießt es mal. Oh, schön. So still und oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. Wir brauchen diese ein... Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch hey. An. Arktis Luftschiffhanger Fundament. Na gut. Hier haben wir unseren Lufthafen. Den bauen wir hier hin. Zuerst einen Hangar bauen. Gute Idee. Hoffentlich schmilzt das Eis nicht, sonst wird der sich als erstes verabschieden. Okay. Was benötigen wir? 50 Zement, okay. Erfordert Wärme. Dann schauen wir mal. Ah, ist überall dunkel. Hätte ich die aus den steifen Fingern polen sollen. Haben wir hier Zement? Oh, wir brauchen hier wieder Meeresfrüchte, einen Topf. Was machen wir denn hier? Und bitte einmal Meeresfrüchte, Eintöpfe. Gut. Bei Kinza wird knallhart verhandelt. Sei ruhig. Psst. So, was brauche ich jetzt? Zement. Genau. Zement. Haben wir ein bisschen. Brauchen mehr. Ins Ungewisse. Zement. Okay. Dann schauen wir mal. Die Zähne des Berges. 215 die Spur meiden, okay. Weiter geht's. Wann kommt er? In 2 Minuten, ja, sehr gut. Und wo ist unser Luftschiff in der alten Welt? Welch höchst erfreuliche Überraschung. Nein, wo ist es? Hier, was? Okay, was machst du hier? Gar nichts. Kurs halten! Ja, du fliegst halt ans Kap. Okay, Bente, genau. Die sagenhaften Länder existieren. Nein. Nun gut. Ja, ich verkaufe ja immer noch Seife an die Eli. Da sind etwas besorgt wegen der Zukunft. Ja, ja, komm. Komm, Bente. Chill mal ein bisschen, ne? Es wird schon nichts passieren. Mit deiner Insel, ne? Die ist bei mir in sehr guten Händen. Überall stehen die Schiffe rum und ich weiß nicht, was ich damit machen wollte. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Neue Ziele?
Ach so, ja, das ist mein Luftschiff, ist hier angekommen. Genau, hier bereit ist es. Für den Einsatz. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Super. Ab ans Kap. Und wir stellen hier ein Postamt hin. Dafür müssen zwei Häuser weichen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, so. Gut, ein Haus hat hier noch Platz. So. Reicht gerade so nicht mehr. Das ist doof. Brauchen die denn noch eine Kantine? Ja, die brauchen noch eine. Na gut. Dann gehst du wieder weg. Na gut, es war nur ein Feldversuch hier. Test. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, passt wieder. Oder? Ah, darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Die Guillemot, genau, ich habe ein Fußballspiel gestartet und Parfüm. Sagen wir mal, dass wir hier 200 im Lager haben wollen. Oder 150. Brauchen auf jeden Fall hier 100. Wenn man es so in Lebensgröße sieht, ist es noch viel beeindruckender. Okay. Frachtschiff steht bereit. Willkommen in der Herzkammer des Wandels. Ja, das freut mich. Okay, es wird schon werden, wird schon. Geht's hier ganz gut. Höhe stabil. Und die Arktis noch besser. Achso, ja, ich wollte ja Zement. Wie viel Zement brauche ich hier? Und zwar 30. 30 Zement. Bitte einmal 30 Zement. Geben Sie uns einen Kurs. Zement. 30 und dann, ja. Nehmen wir nochmal Dampfmaschinen einfach so mit. Okay. Auf geht's. Wir könnten hier noch ein paar einziehen lassen. So, zum Beispiel. Dann ein paar mehr Techniker. Oder was brauchen die jetzt? Gar nichts, okay. Hoppala, das waren zu viele. Es könnte durchaus noch kälter sein. So, schauen wir mal. Ja, vielleicht habe ich jetzt einfach so Bretter mal rausgehaut. Dran anhalten!
kommst wieder zurück. Sind unterwegs. Ich muss jetzt an den Luftschiffhangar als Gerüst bauen, okay. Könnt ihr schon mal mit der Phase beginnen? Die Leute sind ja am Einziehen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, danke schön, super. Bereit für den Einsatz. Ja, sehr gut. So will ich das. Sieben Entdecker, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, sehr gut. Brauchen die jetzt irgendwas? Nö. Kisten unter Deck. Wobei, wenn ich die Luxusbedürfnisse jetzt dann auch erfülle, dann habe ich ja mehr Entdecker, oder? Oder Techniker. Weil das ist doof hier. Teig vielleicht. Da können sie sich dann einschmieren, weil es gibt Wärme. Auf jeden Fall brauchen die dann Fleischkonserven. Das heißt, ich sag meinem coolen Schiff, was in der Arktis neue Welt. Alte Welt Arktis, Entschuldigung. So. Gulasch. Ne, nicht Gulasch. Konserven heißt es. Fleischkonserven. Wow. So. Du bist voll. Kannst du schon mal mitnehmen hier. Hätte ich ruhig lassen können, die drei Häuschen. Mehr Druck im Kessel. Okay, wie schaut's aus mit meinem Luftschiff? Wann kommt das? Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Hier flattert's, oder? Nee, ist die Post. Okay, wird schon irgendwann daherkommen. Ah, 20%ige Chance. Ja. Ich klicke jetzt einfach irgendwas an. Achte da gar nicht mehr so drauf. Genau. Dran anhalten. Ah, da ist eine Einwohneraufgabe erschienen. Ich bin nur ein kleines. Eine Lieferaufgabe. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Was gibt's, Boss? Okay. Ein Hoch auf das Baby, wie süß. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und was bekomme ich? Nur ein wenig Beachtung. Eine Werkzeugküste, okay. Neutralen Auftrieb erreicht. Super. Kannst du hier einladen? Dann geht es schon mal weiter. Ach so. Hä? Also er hat Wärme, ja? Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Ich weiß nicht, ob ich diese zwei Totenkopf-Expeditionen denn behalten soll. Keine Ahnung. So, jetzt läuft schon mal. Super. 10 Minuten nur. Was? Wow. Okay. So, jetzt wollen sie Fleischkonserven und Parkas. Diese Erstklassenjagdhüten sammeln 4-mal schneller Fell als die in der alten Welt. Wow. Parkas brauchen Bärenhütten und Robbenfänger und Parkerschneidereien. Okay.
schauen wir mal, was da so geht. Auf jeden Fall brauche ich da oben auch noch so eine Polarwacht. Ich will hier da alles abgedeckt haben. Yeah. Nächste Kantine irgendwo hier rein. So, ich möchte hier Parkas machen, und zwar hier Bärenfelle. Eine Minute 30 zu einer Minute 30, okay. Und wie schaut's hier aus? 30 zu einer Minute, okay. Ja. Die Robbenfängerei. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kann die sehr gut alleine managen. Denke ich mir. Schauen wir mal. Mit, wie heißt denn die Insel? Ah, ich muss die mal umbenennen hier. Cape Storm. Cape Storm mit King William Island. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, geht sich super aus. Zu wenig Schlafsäcke. Mhm. Na gut, dann müssen wir doch noch eine Robbenfängerei installieren hier. Machen wir wieder hell hier. Okay. Dann Gänse. Ja, Gänse. Aufgepasst. Sie wäre nicht der Erste, der hier auf. Ja, die hat hier eh nichts zu suchen. Sie können sich hier gar nicht genug bewegen. Oh nein. Ja, das stirbt ja auch. Bretter. Unsere Bretter sind alle. Hilfe. Oh no. Ja, da muss man ein bisschen warten. Oder wir bringen hier mit dem Luftschiff. Ich mag die Luftschiffe. Wo sind sie? Höher stabil. Hier wieder jede Menge Bretter. Ah, komm schon. Neutralen Auftrieb. Über das Steuerung, Shift und Klick, oder war das dann? Aha, ja, sehr gut. Aber muss ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp. Höher stabil. Werde ich jetzt in Zukunft immer so machen.
Nein, falsch. Flotte erwartet Befehle. King William Island wollen wir, ja? Gut. Die Arktis. Der Hangar wird gemacht hier. Ist in der Mache, der Hangar. Das Gerüst auf jeden Fall. Ja, das Lager erweitert sich immer mehr und mehr. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen Sie sich bereit für das heißeste Spiel des Jahres. Oh, 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 da muss ich kurz hier intervenieren. Hallo? Ah, es ist immer was zu tun hier. Halten Sie das mal hoch, damit es alle sehen können. Ja, 150 bitte. Danke. Super. Ich bin jung und brauche den Einfluss, sag ich mal so. Gut. Ja, Bente geht's dann irgendwann an den Kragen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr, und abonniert den Kanal, damit ihr nichts zu verpasst. Ich freue mich immer sehr darauf und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.